damit kommen wir zum Finale über 200 Meter Rücken der Damen. Next is the final. 200 Meter Backstroke Female. Hier haben sich qualifiziert auf der Bahn 1 für die Schwimm- und Sportfreunde Bonn. Vorlauf 2:21,44. Lara Wiedemann. Für die SG Essen auf der Bahn 2, Vorlaufzeit 2:20,23. Lele Sandmann. Auf der Bahn 3 in der schnellsten Vorlaufzeit von 2:12,14. Für die SG Essen Sophia Beckers. Bahn 4 für das Männer Swim Team. 2:19,33 die Vorlaufzeit für Lee Matthäus. Vom Swimming Team Tienen auf der Bahn 5. Vorlaufzeit 2:20,73 Sekunden. Laura Wouters. Und auf der Bahn 6. Vorlaufzeit 2:21,89 vom TV Jahn Wolfsburg. Franziska Hauptmann. Sophia Beckers auf der Bahn 3, die hätte heute Morgen beinahe unbemerkt den Meeting-Rekord geknackt, ist dann noch ganz knapp dran vorbeigeschrammt, wie man sieht. 32 Hundertstel, der wird gehalten von der Ugne Masotaitite aus Litauen, aus dem Jahr 2014, 2:11,82. Fast unbemerkt, sage ich deshalb, weil die Sophia mit einer 2:13 hoch gemeldet hatte. Damit eigentlich komfortabel 2 Sekunden vom Meeting-Rekord entfernt. Aber dann klammheimlich mit der 12 flach angeschlagen. Schauen wir mal, wie das hier jetzt aussieht, ob sie noch ein paar Kohlen drauflegen kann. Noch vor der Durchgangszeit von der Ugne Masotaitite mit 1:04,19 durchgegangen. Was man schon sagen kann, ist, dass es wird ein einsames Rennen für die Sophia. Schauen wir mal, wenn sie den Rennen gut erwischt. In einer guten Tauchphase. Dann ist hier vielleicht noch was drin. 1:07 hochschwimmen, ein bisschen draufschwimmen. Wird zumindest knapp. Da musst du jetzt hier auf den letzten 50 noch mal einen raushauen. So eine 33er Zeit, 33 hochgeschwommen. Das wird echt knapp. 2:11,82 unten rechts eingeblendet. Ganz, ganz knapp. Ganz knapp nicht. Wieder knapp am Medi-Rekord vorbeigeschrammt, aber eine super Leistung von der Sophia Becker. Das ist ein Applaus wert.
Siegerehrung. 200 Meter Rücken der Damen. Victory Ceremony. 200 Meter Backstroke Female. Die Siegerehrung nimmt vor Klaus Rommerskirchen, ehemaliger Abteilungsleiter der Schwimmabteilung der Schwimm- und Sportfreunde Bonn. Und immer wieder, jedes Jahr ein gern gesehener Gast, nicht nur auf der Tribüne, sondern auch bei den Siegerehrungen. Klaus, danke, dass du das wieder machst. Auf Platz 6. Über die 200 Meter Rücken in 2,23,14 vom TV Jahn Wolfsburg. Franziska Hauptmann. Fünfte in 2 Minuten 21,82 von den Schwimm- und Sportfreunden von Lara Wiedemann. Auf Platz 4 vom Meraswim-Team 2,19,84 war die Zeit für Lee Matthäus. Bronze geht an die SG Essen in der Zeit von 2,18,98 an Nele Sandmann. Silber für das Swimming-Team Tienen, die Zeit 2,18,29 für Laura Wouters. Und die Goldmedaille geht in 2 Minuten 12,44 Sekunden an die SG Essen, an Sophia Beckers.